So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Clanfolk. Ich bin immer noch ein bisschen am Grübeln. Brauchst du das jetzt? Nee, für dich ist es einfach zu dunkel. Ich bin ein bisschen noch am Grübeln, wie ich das jetzt mache mit den Wohnungen. Ob ich das jetzt... So ein bisschen bin ich echt dafür, dass ich das hier nur zum Lager mache. Oder zum Arbeiterzentrum. Dann würde ich jetzt hier vielleicht auch noch mal ein paar Häuser hinsetzen. Vielleicht wo die ganzen Arbeiter... Damit die ganzen Arbeiter ihren eigenen Zimmer haben. Na, wird nur interessant, das zu gestalten. Denke ich. Ja, und hier würde ich dann entweder Stall machen, dass die Tiere auf jeden Fall im Winter mitgeheizt werden. Und, oder halt ein Kinderzimmer. Ich könnte die ganzen Kinderzimmer auch hier hinbauen. Ich glaube, ich baue hier eh nichts an. Ne, ich glaube, da könnte ich das echt machen. Ja, das mache ich auch. Dann würde ich jetzt hier noch wirklich die Zimmer bauen. Oder? Ich bin mir noch unsicher. Jetzt muss da ein Hafer abgebaut werden. Das ist hier zwar abgebaut. Das muss doch weggetragen werden. Wieso kannst du das nicht direkt mit wegtragen? Mann! Egal. Okay, wir lassen mal das Ganze mal wieder schneller laufen. Wenn die nächsten... Ich glaube, ein Händler und... Ach, so, ein Händler und zwei Gastarbeiter wollen kommen. Okay. Zumindest die Arbeit suchen. So, was kannst du denn? Landwirtschaft. Magst keine Industrie. Träge, optimistisch, schneller Stoffwechsel. Gucken wir mal, was der andere kann. So, du willst verkaufen. Eisen finde ich gut. Ja, du kannst verkauft werden. Oh, sie ist ein Senior. Und sie gibt nur noch Wolle. So, fast erwachsen. Ach, lassen wir ihre letzten Tage. Was soll's? So, kaufen wir ein bisschen davon. Kann sie eigentlich auch schon wieder gehen. So, ich will wissen, was der andere kann. Landwirtschaft 2. Beach Fidel. Interessant, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Magst aber kein Transportieren. Oh, du bist eingestellt. Ah, nein! Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. Träge, optimistisch, stelle Schnupfwechsel. Ja, dann wirst du eingestellt. Das geht hoch. Das geht runter. Das geht auch hoch. Und das geht zumindest ganz nach oben. Ja, fast nach oben, so.
bräuchte mal so ein Lager. Irgendwie wird das auch nicht transportiert, so wirklich. Aber das kann auch erstmal inaktiv bleiben. Das auch. Bevor ihr das jetzt auch einfach anzündet und es eh nicht gebraucht wird. Die Geräusche. Schon ein bisschen amüsant, finde ich. Und dann nochmal einen Platz für Eisen. Ach ja. Sie pflückt die Beeren. Sie sammelt die Beeren. So, wir müssen uns auch wieder um die kümmern. Die Baumstämme müssen aber auch weg. Eigentlich auch nicht erstmal an sein. Hier ist alles abgefackelt. Alter, das geht mir sowas von auf die Nerven. Das geht jetzt dahin. Jede blöde Wandfackel geht jetzt dahin. Ich kann ja nicht sein, die Betten sind jetzt ab da abgefackelt. Oh. So. Ist hier auch eine Kopie hin. Bevor die Nacht hereinbricht, Leute. So, ich weiß jetzt nicht, wer hat denn da gepennt? Ich glaube, da war Francis, kann das sein? Ja. Die waren das auch, die beiden. Francis... Und die gute Agnes. Ach ne, das ist automatisch schon. Okay. Die haben eine Tochter, die war Christin. Da. So. Sie hat kein Bett. Lauf da. Gut. Jetzt läuft das wieder. Ach, sie baut da fleißig. Schön. Kirsten ist erwachsen. Was kannst du denn, Kirsten? Du magst Holzwirtschaft. Aber magst keine Ernte. Okay. Und transportieren kriegst du einen Boost. Schön. Bist du mehr Erfahrung beim Transportieren? Was macht das eigentlich? Ich bin so wählerisch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die Arbeiter hier wohnen,
Weil es wäre eigentlich besser, wenn sie mit von der Wärme von den ganzen Sachen profitieren. Das ist so unentschlüssig. Ich bin so unschlüssig. Mach da, hat mal dazu eine hohe Priorität, bitte. Ja. So. Dann haben wir mal ein bisschen mehr Steine wieder. Die hat auf jeden Fall Spaß. Das ist schon mal schön. Und sie? Bei ihr geht's noch. Wieso? Hat sie kein Bett oder was? Ach so. Ja, dann schläfst du da. Aber die Marion hat auch noch... Hä, wieso hat... Hä? Moment. Ach so, das war das Problem. William? Ach so, dann kann... Ach so, dann kann sie da drin nicht schlafen. Okay, das ist doof. Wie machen wir das denn dann? Warte mal. Schläft jetzt einer da? Hat sich zum Glück, dass sie happy ist, auf jeden Fall. Auch wenn sie gerade sauber macht. Ja, jetzt vergeht die Zeit nicht, weil sie kein Bett hat. Ja, dann kriegst du erstmal ein provisorisches Bett, weil das ist doof. Da. So. So, die kriegt mal hohe Priorität. Kann ja nicht sein, dass das Wasser ständig alles ist. Krass, ist gar nicht mal so verkehrt, dass die Tiere da essen können. Da haben sie immer eine Weide, wo sie rausgelassen werden können. So, was habt ihr denn zu verkaufen? Die peppeln wir auf. Essen wird auch gekauft. Rinder wird verkauft. Ich weiß nicht, wofür man die Rinder braucht, außer dem Boden halt. Kannst du eigentlich auch schon wieder gehen. Was hast du? Auf Wiedersehen. Was kannst du denn kochen? Harte Arbeiter und kerngesund. Kostet gar nicht mal so viel, die gute Dame. Aber sie ist ein bisschen zu teuer.
Haben wir denn jemanden sonst, der noch gut im Kochen ist? Jetzt gerade. Er kocht für Leidenschaft gerne. Und sie kocht auch gerne. Eigentlich brauchen wir keinen, der dann kochen kann. Aber harte Arbeiter und und kerngesund ist schon was Feines eigentlich. Aber noch ein Gastarbeiter. Das ist so eine Sache. Du magst es auf jeden Fall nicht zu bauen. Und jagen kannst du auch gut. Wir nehmen sie mal probeweise auf. Wenn es nichts wird, dann können wir sie immer noch wieder loswerden. So, die haben wir gekauft, die können wir jetzt auch wieder verkaufen. Ist die geboren worden hier? Weil die sieht so anders aus, aber die ist noch jugendlich, ne? Die kann doch nur einmal erkennen kriegen, okay. Ja, die peppeln wir jetzt ja erstmal auf. Die können wir erstmal verkaufen. Ja, so viele männliche Hühner. Das ist schon nicht mehr normal. Ja, mehr männliche als weibliche. Ich habe schon überlegt, ob wir sie einfach schlachten sollen. Aber wir müssen von der Fraktion mal die Freundlichkeit ein bisschen mal erhöhen. Ja, okay, durch Holz kaufen bringt das auf jeden Fall nichts. Ja, verkaufen wir mal ein paar Küken. Ja, bei dir dauert es nicht mehr lange, bis du erwachsen bist. Dann wirst du ja noch verkauft und dann ist gut. Du bist ja auch noch da. Bisschen Werkzeug verkaufen. Ja, ein bisschen Werkzeug kaufen. Oh, die leben aber nicht lange, die Tiere, wenn sie Senior geworden sind. Können wir nicht gebrauchen gerade. Vielleicht können wir auch noch hier ein bisschen anbauen. Bauen wir noch ein bisschen Hafer hier an? Ja. Aber wir haben gar keine Hafersamen mehr.
Was können wir denn jetzt noch machen? Was macht Kirsten? Kirsten weiß nicht, was sie machen wird. Soll. Okay. Sie wollte bestimmt die Holz... die Steintüren... Ne, Eisentüren bauen. Mein Gott. Jetzt habe ich es aber auch. Ja, aber hat sich kurzfristig umentschieden. Oh. Noch ein Händler ist angekommen. Häuser. Hm, Stroh, das, 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 Käse. Holzbretter. Ach komm, wir verkaufen Holzbretter. So. So viel Vorrat hier. Kann alles mal mitgenommen werden. Genau, wer hat jetzt kein Bett gehabt? Sie hatte kein Bett gehabt. Das ist jetzt dein Bett. Fertig. Vorräte in Tagen 10. Probier mal eine Suppe aus. Ich möchte mal wissen, wie lange die hält. So, Martin ist doch der... Ja, der Martin ist der, der gerne kocht. Wie lange hält der Eintopf? Die beste Mahlzeit überhaupt. Nur haben wir keinen Platz für dafür. Na toll. Ja, das ist doof. Boah, geht die Qualität davon runter. Dann brauchen wir hier noch einen Vorratsschrank. Ach, dass ich meinen Kater... Mein Kater liegt sich immer so halb auf mein Go XLR. Ich weiß nicht, er steht irgendwie da drauf. Oh, es transportiert das weg, bevor es schlecht wird. So, geht doch. Aha. Ich glaube, wir brauchen hier auch nochmal einen Vorrat. Okay, ich habe es gesagt. Nicht dran gedacht, dass ich da doch noch einen habe. Nee, nur wichtig. Das ist nur wichtig. Jetzt weiß ich gar nicht, wie laut ich bin. Weil der hat seinen Kopf da drauf gelegt. Und der bewegt den auch nicht weg. Das ist mir einer, ey. Das ist ein kleiner Vogel. So, ihr habt das hier gemacht. Warum auch immer da oben Stein liegt. Ich würde sagen, wir haben doch keine Pilze noch.
Wie sieht es denn nochmal aus? Können wir vielleicht nochmal Pilze abbauen? Na, ich glaube, da können wir nochmal bis zum Herbst warten. Da können wir dann nochmal Pilze abbauen. So, Tag 126. Eigentlich könnte man die auch da hinstellen. Na egal. Lassen sie jetzt erstmal da stehen. Ach, guck mal. Da kommen wieder die ersten Händler wieder an. So, hier können wir mal wieder Gras anbauen, würde ich mal so sagen. Eine Gras wächst. Ach so, Gras wächst eigentlich immer. Oh. Okay, wenn Gras immer wächst, dann ist es ja auch gut. Könnte man das eigentlich besser hier machen in Zukunft? Ich glaube, wenn wir das Klo weg haben, den könnte man eigentlich auch da reinstellen später. Ja, machen wir das doch später so. Dann bauen wir hier Gras an. Das ist ein bisschen größer als das Feld, würde ich so behaupten. Und gut ist. Oh, wir haben noch, zweimal eine Sau einkaufen. Nehmen wir den Fisch noch mit. Wir müssen der Milch geben mir die Waren aus, die ich verkaufen kann. Naja, vielleicht beim nächsten. So. Was magst du denn? Kochen, Kränken, ja, und das... Kränklich möchte ich nicht bei mir haben. Beim besten Willen nicht. So, was möchtest du denn haben? Ich bräuchte mal einen, der Ziegelsteine haben möchte. Die Wolle nehme ich mit. Und Wollstoff. Und irgendwie hätte ich auch jetzt gerne mal ein bisschen mehr Werkzeug. So, wir haben gleich drei neue Hühner. Ja. Ach so, ja, dann kannst du auch weg, würde ich sagen. Ja. Na, was kannst du? Nee. Kristan. Stroh. Hafer. Heusam. Ach, guck mal. Hier können wir wieder unser Geld lassen. Bei ihr können wir wieder unsere Kohle lassen. So, da haben sie das auch wieder geregelt. So. Kaufen wir noch Käse ein? Ah, komm, ein bisschen Nahrung muss auch sein. Komm, das auch noch, das auch noch. Und das auch, so. Ja, der eine Clan mag uns auf jeden Fall echt. Also, die sind voll happy jedes Mal.
denn? Wo geht die eigentlich hin? Ich wollte Pilze sammeln. Ach, guck mal. Da haben wir doch noch eine Aufgabe, die wir machen können. Wo haben wir sie denn? Da. Wir müssen weg. Ja, hier haben wir das nicht gemacht. Ja. Ach, trotzdem brauchen wir mehr Steine wieder. Nur so viel Pleit. Verstehe ich nicht. Achso, wir benötigen mehr Pleitstoff. Nicht gerne Holzwirtschaft? Jo. Und die Happiness geht hoch. Das gute Holz. Ah, und sie ist noch formbar. Sie kann noch... Oh, sie wird kränklich. Oh, die Marione wird kränklich. Na toll. So, sie muss ein bisschen ihre Mutter übertreffen noch. Also, die muss noch ein bisschen besser werden als ihre Mutter. Also, Elisabeth war ja ein Wunderkind, was das angeht. Warte mal. Was brauchen wir denn dafür? Das ist doch Heu, ne? Hafer. Hafer wird Haferkorn gebraucht. So. Jetzt kommt da alles rein. Heutrug, Getreidekrug. Ja, was wird nochmal benötigt? Moment. Da wird doch Heu. Hafer wird benötigt, dann bauen wir doch Heu an. Die Tiere müssen ja irgendwas essen. So. Was haben wir denn en masse? Heusamen. Dann kommen da Heusamen rein, fertig. Oh ja, wir haben ganz schön viele Heusamen. Wieder zu wenig Pleitstoff, wieso? So, warte mal, Pflanzen, Hafer. Muss eigentlich auch noch nicht an sein. So.
Dörfer. Oh. Ja, wir haben echt viele Häuser, ne? Also wenn wir was übrig haben, dann ist es Heu. Wenn die Tiere Heu fressen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser als das jetzt. Die müsste eigentlich auch noch nicht an sein. Da ist nichts. So, du gehst mal hier hin. So, aber die restliche Planung machen wir in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Tschüssi!